Hallöchen, meine Bärchen, und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Deponia. So, beim letzten Mal haben wir versucht, den Gondolier irgendwie wegzubekommen oder seinen Notenständer abzusiegen, was auch immer was. Ein Notenständer? Oh oh. Was ver... Kann ich da nicht irgendwie hingehen oder sowas? Oh! Oh, was hab ich angeklickt? Stranzo! Bist du Tomato? Er macht Puff zu meinem neuen Sacco, die Aria! Jetzt, ich muss zu Puff Sacco, für zu holen, die Ersatz! Das war lustig. Okay. Hä? Aber hier ist doch nix. Kann ich da jetzt rauf? Nee, kann ich die mitnehmen? Nee. What the fuck? Was habe ich hier denn? Da ist doch nix. Okay. Oh, vielleicht komme ich jetzt an die beiden Turteltäumchen ran. Wo waren die nochmal? Da. So, Gonzo. Oh je, Rufo. Glaubst du? Ja, mach was. Aufgeben. Du willst doch nicht hoppen. So, das ist jetzt alles im Schnelldurchlauf. Los! Damit wir hier heute auch noch was schaffen. Ich Moment. Komm, kann ich. Der ist ja wieder da. Und den können wir nicht wegklicken, das war ja klar. Ah, der nervt mich ja schon so ein bisschen. Sehr schön. Sehr schön gesungen. Gut, wir wissen schon mal, wie wir ihn von seiner Gondel wegbekommen. Aber was machen wir denn dann? Zurück Werkstatt. Können wir... Die können wir auch nur angucken. Das ist ja relativ bescheuert. Meine Schnabeltesis. Ofen können wir auch wieder nur zumachen. Oh. Das ist ja doof. Machen wir damit lieber mal nix. Waren hier immer noch die gleichen wie vorher? Ja, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Dunkle Gasse wollten wir auch nicht. Bei ihm hatten wir auch schon alles. Meine ich zumindest. Gondolier. Schalten wir doch nochmal den Strom ab. Wer weiß, vielleicht kann es uns ja was helfen. Sehr schön. Und ab. Da haben wir... Wo gehst du denn hin? Kannst du mit dem reden? Darf ich stören? Solange du im Licht bleibst, wo ich dich sehen kann. Aber Licht. Hier ist doch alles dunkel. Genau. Gut. Das Bild ändert sich. Sehr schön. Wir sind uns schon mal begegnet? Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Ehrlich? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Ich meine, Tod dem Organon. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Na klar. Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnickschnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Du bist ein professioneller Schnickschnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere.
Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Okay, dann lass uns mal spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Da sind sie ja. Achso, ein Zufall. Netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. What? Ich geh da mal. Mach das. Turnierfinger? Was sind denn Turnierfinger? Die man findet. Achso, Etikette. Hä? Da. Turnierhand besorgen? Was für eine Turnierhand denn? Was? Zum Teufel. Okay, Turnierhand besorgen. Wie auch immer. Schaffen wir schon, denke ich mal. Hier, komm runter. Ach, jetzt kannst du so nochmal runtergehen, ne? Trotz meiner gewaltigen Kräfte komme ich hier ohne Werkzeug nicht weiter. Die Klappe ist verschraubt. Verschraubt? Ah, ja. Oh, nein, nicht Poki. Du bist in der falschen Richtung. Schraubenzieher? Hallo. Danke. Jukebox. Oh! Okay. Alex, der Jukebox. Ist das ein Zwerg? Nein, wie süß. Der tote Taubentango. Und jetzt leise. Hab's. Der tote Taubentango. Ah. Ja, Nee, das wollte ich nicht. So, das hier wollte ich nämlich mal ausprobieren. Wir haben zwar die Fernbedienung mit den Festplatten, aber wir haben sie noch nie. Doch, einmal. Stimmt, einmal. Das habe ich vergessen. Lady Gall und das Blaue brauchen wir noch. Manu, wie bin ich denn hier gelandet? Das fragen sich die meisten. Aber die wenigsten wollen die Antwort wirklich hören. Du bist lustig. Ist ja süß. Wie ist hier denn drauf? Ah. Tote Taubentango. Warte, vielleicht bekommen wir sie ja... Nein, können wir aufhören? Mit ihr zu reden. Huch. Du musst mit zu Doc kommen. Du musst mit zu Doc kommen. Huch, bin ich denn krank? Nein, nein. Oh, Himmel. Jetzt merke ich es auch. Ich glaube, ich habe Fieber. Du bist nicht krank. Mein Hunger ist ganz taub. Kannst du mal gucken, ob mein Zäpfchen angeschwollen ist? Jetzt hör doch mal zu. Du bist nicht krank. Puh, so ein Glück. Ich dachte schon, ich muss zu Doc. Aber du musst ja auch zu Doc. Huch, bin ich denn krank? Na, das kann ja noch lustig werden. Komm doch bitte einfach mit. Wohin? Na, zu Doc. Wer ist Doc? Sag mal, bist du auf den Kopf gefallen? Ich weiß nicht. Bin ich? Ach ja, da war was. Oh je. Erinnerst du dich denn gar nicht? Na doch, du bist Rudi. Rufus. Puh, das ist anstrengend. Mein Kopf fühlt sich an, als hätte mich ein brennendes Sägeblatt an der Schläfe getroffen. Ups. Offensichtlich kannst du dich an gar nichts erinnern. Umso wichtiger, dass du mit zu Doc kommst. Wahrscheinlich hast du recht. Du bist so ein guter Freund, Rudi. Schon? Also kommst du? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen verhindern, dass der Organon Deponia sprengt. Habe ich richtig gehört? Ihr wollt den Organon stoppen? Sag jetzt nicht, dass ihr auch zu diesen Widerstandsspinnern gehört. Widerstand? Wovon redest du? Na, wovon schon? Von Janosch und seinen Leuten natürlich.
Janosch? Ich habe ihm tausendmal gesagt, dass ich keine konspirativen Treffen in meiner Bar dulde. Es fängt an mit Tod im Organon und endet damit, dass ich die Erdnussflips aus der Jukebox pulen muss. Hast du das gehört, Rufus? Eine echte Widerstandsbewegung. Ich hab's gehört, ja. Unglaublich spannend. Aber viel wichtiger ist doch, dass du mit zu Doc kommen wolltest. Wir reparieren dein Gehirn und... Das geht jetzt nicht. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Ja, Nein. Was? Oh, das ist nicht gut. Janosch, wer ist denn schon Janosch? Ja, das würde ich auch zu gern wissen. Das war eine rhetorische Frage. Janosch ist der Anführer des Widerstands. Du redest in einer Tour von ihm. Echt jetzt? Er muss ein Teufelskerl sein. Ach oh, du grüne Neune. Das wird ja noch was. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Ich weiß nicht. Kannst du zaubern? Natürlich. Ich bin ganz groß darin, Gegenstände verschwinden zu lassen. Ja. Schade, dass wir keine Zeit dafür haben. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen, wie Janosch. Puh, muss das wirklich sein? Oh, bitte. Na gut, aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar, ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Okay. Warte hier. Oh ja. Also, Mitglied vom Widerstand werden. So was Tolles. Geheimes Klopfzeichen benutzen. Babygol mit Mitgliedschaft. Na, Rebel. Okay. Ja. Das kann ja noch sehr lustig werden. Aber wir haben ihn noch nicht. Oh! Himmel! Wir haben ja jetzt das Notenblatt. Ja, hör auf zu reden. Oh, jetzt ist die Kiste auch wieder da. Vorhin war die nicht da. So. Ah, siehst du? Stoßstange. Da habe ich gerade einfach so hingeklickt. Gut. Ancora? Stupido Gonzo Idiota! Und weg ist er. Ja. So, das traurige Taubenlied. Notenständer. Der tote Taubentango. TTT. So. Und Bonzo. Boots. Oh je, Rufus. Ja. Glaubst du komm. Und auf geht's. Verflucht an der. Du schon. Komm. So. Komm, Köch. Voll Empörung, woher kommt der Gestank? Ich hab eine Erklärung. Drei tote Tauben liegen hinterm Schrank. Oh, Sole mio. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Also. Raus! Was? Aber... Hat der noch ein Singblatt, Vieh? Oh, Sole mio. Ei. Okay. Uhu. Kannst du nicht mal was... Oh, komm, was... Nur das... Nicht alle. Aber er hat doch jetzt bei. Sorry wegen... Ich bin so... Mitglied im Gondelmobilclub? Precisamente. Ist doch Gott immer eine... Capito. Er verarscht mich nicht, okay? Er verarscht mich nicht. Aber wie... Ach, nichts. Gut. Halt, dann gehen wir nochmal hier oben hin. Pferd bekommen wir ja noch eine andere... Seite.
Oh, warte, nee, bevor wir... Er sitzt da und spielt nicht. Okay. Hi ho. Willst du Ärger? Na, oh, ist das süß. Sing doch mit. Hi diddle diddle do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Ist knuffig. Ah, ja. Nein. Ja. Ja. Okay. Was war das? Haben wir was eingesammelt? Nö. Okay. Turnierhand besorgen. Was soll denn? Das ist nicht so wirklich. Kann ich die mitnehmen? Ah, nee. Da war ja was. Ehrlich? Komm. Jetzt ist es hell, jetzt kann ich... Darf ich stören? Jetzt können wir spielen. Lass und gerne. Als ich zuletzt... da sind sie, komm wieder. Lass und gerne. Als ich... da sind kein... Sie können... Komm wieder. Ich habe gehört... Wer hat das gesagt? Das ist doch... So, ach so. Oh! Oh! Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Natürlich. Und dem Organon! Was hat dir der Organon denn getan? Na, er unterdrückt mich. Mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Okay. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts. Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow, der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Oh. Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Wer ist Gulliver? Den brauche ich jetzt nicht mehr. Okay. Ich gehe da mal. Mach das. Gut. Wer auch immer Gulliver ist, Toilettenschlüssel. Gut. Not. Gut. Da. Ah ja, wir müssen erst runter. Runter und jetzt. Oh. Toilettenschlüssel und Toilettentür. Yes! Ist es hier drin gerade kälter geworden? Okay. Oh, er hat was unter Fuß kleben. Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur, ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Was ist da drauf passiert? Okay, einfach mal mitnehmen. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Klopapierfetzen. Seltsames Klopapier. Übersät mit kleinen Hubbeln. Kein Wunder, dass... Eigentlich möchte ich gar nicht mehr darüber reden. Kleine Hubbel. Okay, und der Schlüssel ist weg. Ach, Gulliver. Das ist Gulliver. Ja, okay. Ich denke mal, damit hat er ihn jetzt wieder. Kleine Hubbel. Kleine Hubbel. Quasi wie eine Blindenschrift.
komm, Nofus. Sei doch mal ein bisschen schneller. Ist das hier vielleicht ein Rezept? Darf ich mal tasten? Zumindest scheint es in Blindenschrift geschrieben zu sein. Auch wenn die Schrift etwas verschmiert ist. Ew, aber ein Rezept ist das nicht. Verdammt! Diesmal war ich so sicher. Oh, warte noch. Das hier ist einer meiner Coupons. Wo hast du den nur gefunden? Man kann zum Glück nicht behaupten, dass er die ganze Zeit unter unserer Nase war. Dafür bekommst du eine Gratisprobe meines neuesten Zugangs. Ah, das Cucumis ist lieb. Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Die Gurke? Die ist so neu, dass es noch keinerlei Studien über mittel- und längerfristige Folgeerscheinungen gibt. Cool! Nice! Wir haben eine Gurke und wo ist die? Hier ist nirgendwo was von Gurke. Oder? Hier ist nirgendwo eine Gurke. Okay. Wo haben wir da denn jetzt eine Gurke her? Oder hin? Ja. Das muss ich nicht verstehen, glaube ich mal. Hallo, danke. Gurke der Erkenntnis. Die Gurke der Erkenntnis. Hey! Ich glaube, ich habe tatsächlich gerade eine Eingebung. Man sollte niemals einem Blinden blind vertrauen. Sonst dreht er einem den übelsten Mist an. Es ist doch nur eine Gurke. Hallo? Hierfür brauche ich keine Ich kann auch einfach versuchen, alles mit allem zu kommen. Ja, okay, danke Rufus. Dann mache ich das halt nicht. Selber schuld. Gurke der Erkenntnis. Ja. Was wir auch immer damit machen. Ich hab keine Ahnung. Können wir mir damit vielleicht das Ei runterholen? Wenn ich's denn... Hallo? Ich klicke immer so schnell, wenn ich's denn dann habe, dann schmeiß ich's wieder weg. Das ist immer ein bisschen... Naja. Ich rühre grundsätzlich nichts an. Ja, okay. Es wäre auch mit einer Gurke gewesen. Ja, Kiste. Können wir die nicht zufälligerweise zumachen oder sowas? Oder verbrennen? Das wäre irgendwie ganz schnieke. Zum Waffenladen. Da kommt garantiert wieder Mr. Gondolier. Klein Venedig. Oh! Turnierhand. Go, go! Rufus Gummiarm! Ja, du mich auch. Aber das wäre doch cool, wenn wir die noch mitbekommen irgendwie. Ach ja. Nein. Bleib kommen. Komm zurück. Und wir gehen da weiter. Das ist jetzt aber doof, dass wir hier nicht sonderbar viel weitergekommen sind. Denn Gondolier hat jetzt ein anderes Blättchen. Mal gucken, was wir damit nochmal machen. Und ja, dann hoffe ich doch mal, dass es euch heute ein bisschen Spaß gemacht hat. Wir haben ein bisschen was dazu bekommen. Und ja, mal schauen, was wir damit am nächsten Versuch damit unternehmen. Oder beim nächsten Versuch, wir versuchen, was zu unternehmen und... So, und gut. Habt doch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.